Hey ho, liebe Moviepiloten, ich bin Tommaso und heute reden wir über ein Thema, von dem ich persönlich nicht genug bekommen kann, und zwar Harry Potter. Dazu habe ich mir 15 Fakten über die Filme rausgesucht und ich habe mir auch gleich noch eine Unterstützung geholt, und zwar einen YouTuber und Harry Potter Experten. Wer das genau ist, naja, das kann er euch gleich selbst verraten. Ja, hallo Tommaso und hallo an alle Moviepilot-Zuschauer da draußen. Ich bin der Daniel, stolzer Hufflepuff und besser bekannt unter dem YouTube-Namen DuggyLP. Ich stelle heute zusammen mit dem lieben Tommaso euch dieses Faktenvideo vor und wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Rupert Grint hätte fast nur ein kurzes Vergnügen mit seiner Rolle Ron Weasley gehabt, denn J.K. Rowling hatte kurzzeitig geplant, ihn in der Mitte der Reihe sterben zu lassen. Auch der Vater, Arthur Weasley, hätte beinahe im fünften Teil dran glauben müssen. Letzten Endes konnte es J.K. Rowling dann doch nicht übers Herz bringen, 6 Kindern den Vater zu nehmen. Denken wir an Lord Voldemort, kommt uns auch automatisch Ralph Fiennes in den Sinn. Da wir den dunklen Magier aber in den unterschiedlichsten Lebensphasen kennenlernen durften, wurde er von insgesamt 6 weiteren Schauspielern verkörpert. Siehst du, was ich tun muss, um nicht zu sterben? Ich lebe vom Körper eines anderen als Parasit. Die jungen Darsteller mussten selbstverständlich auch während der Dreharbeiten unterrichtet werden. Um die Zeit effektiver zu nutzen, wurden sie sogar am Set unterrichtet. So machen einige der Darsteller teilweise tatsächlich ihre Hausaufgaben, wenn die Rolle beim Lesen oder Schreiben gezeigt wird. Nicht zu glauben. Du spielst mit deinen Karten. Bescheuert. Die Jahresabschlussprüfungen stehen an. Ich bin fit. Stell mir irgendeine Frage. Für eine optimale Rollenvorbereitung ließ Regisseur Alfonso Cuarón die 3 Hauptdarsteller einen Aufsatz über ihre Charaktere schreiben. Yeah, he basically asked us to write an essay about who we thought our characters were, why they did the things they do, their background, their feelings, their thoughts, how they've changed in the first year of Hogwarts, second year of Hogwarts and now into the third year. Und wie sollte es auch anders kommen? Emma Watson schrieb 16 Seiten über Hermine, Daniel Radcliffe schrieb eine Seite über Harry und Rupert Grint, der, naja, gab nie auch nur einen Satz ab. In der US-Fassung heißt das Buch Harry Potter and the Philosopher's Stone eigentlich Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Da man tatsächlich befürchtet hat, dass die Amerikaner den Begriff Stein der Weisen nicht kennen könnten oder es ihnen zu intellektuell klingen würde. Deswegen mussten für die Filme alle Szenen, in denen der Stein erwähnt wird, doppelt gedreht oder nachvertont werden. Also einmal mit Philosopher's Stone und einmal mit Sorcerer's Stone. Nicholas Flamel is the only known maker of the Sorcerer's Stone. Nicholas Flamel is the only known maker of the Philosopher's Stone. What? Der Dreh des zweiten Teils musste unterbrochen werden, da unter den Kids die Läuse ausbrachen und diese kleine Epidemie erst einmal unter Kontrolle gebracht werden musste. Im ersten Film ist das Essen in der großen Halle tatsächlich echt. Unter der Hitze der Scheinwerfer begann es dann aber komisch zu riechen und deswegen wurde es für die Folgefilme auch wieder verworfen und man griff dann doch lieber zu unechten Essen. Im Abspann von Harry Potter und der Feuerkelch wird versichert, dass kein Drache während den Dreharbeiten zu Schaden gekommen ist. Von anderen Tierwesen ist aber nicht die Rede. Und deswegen machen wir uns dennoch irgendwie Sorgen. In der Kammer des Schreckens wird der Geist der maulenden Myrte von Shirley Henderson gemimt. Es ist zwar kaum zu glauben, aber das hier ist die älteste Hogwarts-Schülerin aller Zeiten. Denn die Schauspielerin war zum Zeitpunkt des Drehs bereits 37 Jahre alt. Hallo Harry. Die zahllosen kleinen Fläschchen und Gläser in Snapes Klassenzimmer wurden, obwohl sie kaum zu sehen sind, alle einzeln befüllt und beschriftet. Und bei sämtlichen Büchern in Dumbledores Büro handelt es sich um neu eingebundene Telefonbücher. Russlands Präsident Wladimir Putin sah angeblich zwischen ihm und Dobby eine gewisse Ähnlichkeit. Soviet Prime Minister Wladimir Putin will be played by the Harry Potter character Dobby. Wenn man den Gerüchten tatsächlich Glauben schenken darf, wollte er Warner Bros. Sogar wegen der missbräuchlichen Veränderungen seiner Bilder verklagen. Also jetzt kriegen wir diesen Vergleich auch nicht mehr aus dem Kopf. Danke, Wladimir. Für Dolores Umbridge zauberhafte Wanddeko wurden insgesamt 40 echte Katzen ans Set gebracht, die nach dem Dreh auch alle adoptiert wurden. Ich hätte mit Sicherheit auch ein, zwei mitgenommen. Rupert Grint musste für den Horcrux-Kuss von Harry und Hermine im letzten Film vom Set geschickt werden, da er nicht aufhören konnte zu kichern. Ron und Hermines Kuss war nach 6 Versuchen im Kasten, Harrys und Ginnys nach 10, Ron und Lavenders nach ungefähr 15. Wirklich schwer taten sich aber Daniel Radcliffe und Katie Long. Der Kuss zwischen Harry und Cho klappte erst im 30. Anlauf. If you want, you've done it sort of 4 or 5 times, it gets quite, like kissing gets quite boring. Im 7. Teil wurde die Rolle von Crabbe gestrichen, da man bei dem Darsteller Jamie Waylett Cannabis gefunden hatte.
Und das war natürlich kein so gutes Vorbild für die noch jungen Zuschauer der Reihe. Der Orden des Phönix ist mit 1022 Seiten zwar das längste Buch, aber mit 138 Minuten der kürzeste Film. Und das letzte Buch, Heiligtümer des Todes, hatte lediglich 736 Seiten und wurde trotzdem auf 2 Filme gestreckt. Wo bleibt da die Logik? Habt ihr noch interessante Fakten zu den Harry Potter Filmen? Dann schreibt sie uns doch einfach unten in die Kommentare. Und ihr schaut jetzt noch weiter, und zwar auf DagiLPs Kanal, denn wir haben zusammen mit ihm ein Faktenvideo gemacht zu den Harry Potter Büchern. Das findet ihr ungefähr hier. Und dann checkt ihr auch nochmal seinen Kanal aus, denn hier findet ihr nicht nur Fakten zu den Harry Potter Büchern, sondern zu allem, was das Harry Potter Herz höher schlagen lässt. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Zusammenarbeit. Und wenn ihr neu auf unserem Kanal seid, würde es uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns abonnieren würdet. Das könnt ihr hier tun, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!